Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir stehen hier immer noch und blockieren unseren Kollegen hier. Und wir lassen den jetzt mal durch hier. Geh mal weiter. Hast lange genug gewartet, ist ja nun bestimmt einen Monat her. Ja, ich muss mich erstmal ganz dolle entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, dass jetzt einen Monat lang keine Folgen mehr kamen. Ach du Scheiße, das ist doch diese Reporter-Tante. Die quatschen wir noch nicht an. Ja, es hat auf jeden Fall eine etwas längere Ruhephase gegeben. Und ich habe mir einfach mal gesagt, ja, jetzt folgen so, naja, erstmal nicht, erstmal Pause. Gut, aber das können wir weiter bequatschen. Wir wollen hier nicht lange rumdrucksen und quatschen wir die Alte mal an. Wie war denn das? Leertaste? Da. Scheiß Steuerung. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Erlers, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich komme nicht gerade gut mit Reportern zurecht. Und das macht Sie beim galaktischen Publikum eher unbeliebt. Es lässt sich aber ändern. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Ja, komm, warum eigentlich nicht, ne? Spricht ja nichts dagegen. Auch wenn sie eine Reporterin ist und Reporter sind scheiße. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Er hätte ihr dazu sagen sollen, dass diese Kiste auch ihren Schlafplatz beinhaltet. Mehr kriegt die hier nämlich nicht. Das ist so eine dramatische Musik. Achso, Kriegsposten. Hier kann man soweit gar nichts machen. Also müssen wir sozusagen durch die Tür da hinten. Na gut, dann machen wir das natürlich. Kann man hier nicht rennen, sprinten? Nö. Naja, gut. Sie müssen den Rat besuchen, bevor sie gehen. Warum? Irgendwie komme ich da hin. Muss ich jetzt hier zu dem Security-Typen oder was? Ich bin doch gerade. Ich meine, hier geht es doch wieder zum Schiff zurück. Tür öffnen. Ah. Erstmal ins Krankenhaus, ne? Ich glaube, da war nämlich noch irgendwas. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir zuerst Ashley besuchen wollten. Das ist schon alles so ewig her, Mensch. Schon die Hälfte wieder vergessen, aber gut. Mal ein paar Blumen mitnehmen, Süßigkeiten auswählen. Obwohl, wir haben ja genug Credits. Komm, wir kaufen alles. Wir kaufen einfach mal alles. Kohle haben wir ja genug. Weiß ich nicht. Bin nur spontan hier. So. Jetzt kommen erstmal die tausende Objekte unten rechts im Bildschirmrand. Und dann schauen wir mal. Ziehen wir hier noch fest. Hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Finde ich ganz cool. Hier alle unterhalten sich, quatschen alle durcheinander. Oh, was ist hier los? Shepard, da sind Sie ja. Dr. Jacquas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Nochmal hin.
Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecher verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt. Na komm, hier, zurück. Ihr Platz ist auf der Normandie, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Na dann los. Die Normandie wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. An Dockbuch D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Ja. Lisa, haben wir uns noch mal ein kleines Crewmitglied gesnackt? Komm, wir quatschen hier mal. Wie hieß sie? Avina. Hallo, Commander Shepard. Willkommen im Huerta-Krankenhaus. Danke. Der diensthabende Arzt für Menschen ist Dr. Michel. Außerdem sind Spezialisten für alle bekannten Citadel-Spezies in Bereitschaft. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Bereich stets die Dekontaminationsprotokolle befolgen. Hallo, tschüss. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Ja, aber nicht jetzt. Wir haben keine Zeit und hat schon wieder mein Handy vibriert. Keine Ahnung warum, geht mir ja schon wieder auf den Sack. Macht man extra schon einen Ton aus, weißt du, und dann sowas. Einmal mit Profis. Was ist mit ihm hier? Keine Liege mehr frei oder was? Junge, Junge, Junge. Hier ist jetzt so weit auch nichts. Was ist denn das für eine Arbeitseinstellung hier? Hoch mit dir. Mann. Hier, so macht man das. So, man liegt dann irgendwo rum und wartet. So, ich glaube, hier war Ashley. Genau, gehen wir hier lang. Schauen erstmal alles durch. Weil hier ein paar coole Sachen finden. Na, so hier. Aber hier ist auch soweit gar nichts. Aber es ist hübsch hier, auf jeden Fall. Also grafisch hat sich einiges verändert, auch wenn das Spiel jetzt schon wieder 600 Millionen Jahre älter ist. Naja, so alt ist das auch nicht, aber ja gut. Jetzt, wo die Next-Gen-Konsolen draußen sind, da finde ich, macht es trotzdem immer noch viel her. Also es ist, mir gefällt es. So, und dann auf Mäuschen. Es hat sie ziemlich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Ash. Sehr gut. Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, dann gehe ich mal wieder. Boah, tschüss, ne? Wir sehen uns bald. So, Shepi ist verliebt. Sehr schön. Machen wir uns Ashley klar. War jetzt so der Plan eigentlich. Man kann ja nun schön Beziehungen eingehen in diesem Spiel. So. Jetzt habe ich es mal. Ich glaube, hier waren wir ja schon mal. Auf der anderen Seite waren wir ja auch schon. Aber wir schauen trotzdem nochmal rein. Man weiß ja nie, ob sich irgendwas geändert hat. Ja, gut. Alles klar. Gut, wir hauen ab. Tschüss. Ja, wie gesagt, man kann ja Beziehungen eingehen in diesem Spiel. Auch mit Männern und mit allen möglichen Leuten, glaube ich. Zumindest denen auf unserem Schiff. Und da kann man ja mal drauf hinarbeiten, kann man vielleicht mal ein bisschen was zeigen. So, dann gehen wir jetzt mal hier zu den Botschaften und machen uns mal diesen komischen Rat klar. So. Gucken wir mal, ob keiner guckt hier. Vielleicht finden wir noch ein paar Leute für unsere Crew. Das wäre natürlich optimal, aber hier sieht es irgendwie doof aus. Wie komme ich denn hier hin? Hier, ich will hier hin, ich will hier irgendwas reden oder kaputt schlagen, da kann ich irgendwas machen. Ja, wow. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist, dass ich hier nichts machen kann. Super. Mensch, Typ, nun lauf doch mal schneller. Und keine Zeit hier, Mensch. Welt, die Erde steht doch auf dem Spiel. Könnte.
Was mir auch aufgefallen ist, man hat ja nun die Möglichkeit, wenn man genug Ruf hat, also genug gute Rufpunkte, dann kann man ja noch ein paar zusätzliche Dialoge freischalten. Die Sache ist bloß immer, wenn man die macht, dann wird natürlich der ursprüngliche Dialog einfach mal gekonnt übersprungen. Wir haben hier keinen Kopf. Das finde ich nicht so cool. Die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Seesicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Nicht. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Google? Scheiß Presse. Sie wahren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Wenn das so ist, warum haben Sie denn angenommen? Man weist Ratsherr Udina nicht zurück. Sie vielleicht. Aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Bleiben Sie geschmeidig. Könnte hilfreich sein. Ich mach mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Zu nah, wenn ihr mich fragt. So, das war's jetzt hier schon, oder was? Können wir mal mit ihm quatschen? Mir steht der Ärger bis zum Hals, aber wenn Sie was brauchen, helfe ich so gut ich kann. Ah, hier, dicke Informations. Die ziehen wir uns natürlich noch voll rein. Macht sich die Citadel kampfbereit? Es herrscht ein Gefühl falscher Sicherheit. Selbst Leute von gefallenen Planeten tun so, als sei alles gut. Nicht nur die Menschen. Alle belügen sich, um mit dem Schrecken fertig zu werden. Der ist natürlich nicht so geil. Passiert hier irgendetwas Wichtiges? Machen Sie Witze? Die Reaper unterdrücken die gesamte Galaxie. Da tagt der Rat praktisch rund um die Uhr. So viele Botschafter und Abgesandte haben hier noch nie ihre Anliegen vorgebracht. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ist auf jeden Fall einiges los. Scheiß Reaper. Ich dachte, es sei hier ziemlich ruhig. Verglichen mit dem, wo Sie herkommen, schon. Aber der Krieg ist überall zu spüren. Millionen haben ihr Zuhause verloren. Und die meisten kommen hierher. Da haben Sie sicher viel zu tun. Die meisten meiner Männer arbeiten bereits beim Zoll. Aber es kommen zu viele, um sie alle durchzuschleusen. Na ja. Udina hat sie zum Commander gemacht, oder? Ja, und inzwischen ist er eine noch größere Nummer. Mit sehr viel Ehrgeiz. Er hat Executor Palin der Verschwörung verdächtigt und mich ermitteln lassen. Und, was Belastendes gefunden? Genug, um ihn zu verhaften. Palin leistete Widerstand, ich erschoss ihn und wurde dafür von Udina befördert. Soweit ich das beurteilen kann, löscht ein Commander lediglich andere Brandherde. Toll, dass ich hochgebumst, ja. Haben Sie Familie da draußen? Irgendwo eine Ex-Frau. Und unseren Sohn, er ist noch auf der Erde. Tut mir leid, Bailey. Ich mach's wie alle. Ich flüchte mich in das, was ich kontrollieren kann. Im Moment halte ich hier die Illusion von Sicherheit aufrecht. Toll. Jetzt ist hier keine Zeit zum Reden oder was. Wir verfügen hier 5000 Gespräche. Wir haben beide unsere Aufgaben. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Ja. Danke fürs Gespräch, Shepard. Zum Glück hat er jetzt nicht das gesagt, was da zu lesen war. Das wäre ein bisschen dreist. Welche Richtung müssen wir hier lang? Komm hier so zu. Ich will da durch. Ich bin Shepard. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden,
Der Rat tagt bereits. Der Rat klagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. So ruckelt das jetzt so? Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Okay, jetzt geht's wieder. Tut mir leid. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht. Ganz klar. Die Waffe taucht. Am Arsch. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Ja, ganz fest. Liara hält es für möglich. Und ich auch. Und Udina hat recht. Wir müssen zusammenhalten, mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Eopena. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Was sind das für Wichser, ey? Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Kann man nur so egoistisch sein, ey? Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, ja, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Commander. Commander, ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelerins Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelerin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen die ihn rausholen, ohne entdeckt zu werden. Ich soll ihn also retten in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend. Und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten. Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelerin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Na, mal hin. Da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Nochmal hin. Das ist zumindest ein kleiner Fortschritt, auch wenn wir uns dadurch jetzt nicht unbedingt, ne, und so.
Also wir können jetzt nicht unbedingt hier, gibt's ja nicht irgendwas Cooles machen, ich gucke hier noch rum und so. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier keine großen Sprünge machen, das ist nicht so der Wahnsinn. Komm, wir quatschen nochmal hier mit Udi. Der Rat, je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Wirklichkeit gleich. Ja, Mann. Ich habe diesen Satz immer gehasst. Fatalismus. Nichts, was man anstreben sollte. Wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit wird gefürchtet und geliebt. Hoffentlich hilft uns das jetzt. Ich versuche von möglichst vielen Welten Finanzhilfen, Leute und bewaffnete Schiffe zu kriegen. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein, bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Gut. Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Sieht also doch nicht so geil aus. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Eschiel, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Die werden wir natürlich beim Schopfe packen. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Das klingt ja fast hoffnungslos. Ich habe Ihnen zu dem Posten verholfen, weil ich Sie für effektiv hielt. Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Tja, und der Esel sind im Moment wir, weil wir dürfen hier die ganze Laufarbeit machen. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist. Naja, ist doof, ne? So, tschüss. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Ja, mach doch mal was Nützliches. Typ. Politiker. Reden. So, waren wir hier schon drin? Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon? Nein, waren wir nicht. Ach, hier ist die Spectre-Dings-Area. Willkommen. Bla 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 bla. Informationen über die Quarianische Flotte. Ist ja alles hochinteressant. Hier haben wir noch ein paar Waffen. Die werden wir uns auf jeden Fall bei Gelegenheit mal zulegen. Keine Ahnung, ob die gut sind, aber ich denke mal, ja. Wow. So ruckelt das hier zwischendurch immer so. Es geht mir ja tierisch auf den Sack. Toll, hier ist nichts und ein voll sinnloser Gang. Also ich habe das Gefühl, dass mein PC irgendwas im Hintergrund schon wieder macht. Achso, nee, ich will jetzt nicht schießen. So, gut. Auf jeden Fall ist hier Spectre Area so ganz cool. Gehen wir mal raus. So, hier waren wir schon. Da kamen wir her. Dann geht's hier weiter.
Verstehe bloß nicht, warum das gerade so ruckelt. Das geht mir voll auf den Sack. Aber ist auch nicht so schlimm, weil das Problem werde ich jetzt gleich beheben. Wenn ich jetzt mal so auf meine Uhr gucke, ja, 25 Minuten knapp, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich einen Monat lang keine Folgen gemacht habe. Aber es geht jetzt wieder weiter. Und zwar jeden Tag täglich Folgen. Erstmal Mass Effect 3 und dann gucken, was sich so ergibt. Minecraft liegt ja erstmal auf Eis, aber vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Was guckst du mich jetzt so an hier? Typ. Spassi. Lass mich durch hier. Ja, geh mal weg. Typ. Schisser. Gut, alles klar. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Bis denne und tschaußen.